Ja, Thomas, erstmal danke, dass ich den Vortrag hier halten darf. Wir haben diesen Vortrag, glaube ich, schon zweimal gehalten. Und er hat immer für Aufsehen gesorgt, dahingehend für Aufsehen, dass wir doch relativ offen mit diesem Thema Problematik Gebäudeautomation, ich muss mich jetzt in die Richtung stellen, so, damit umgehen. Und insbesondere natürlich muss ich mir das ja letztendlich auf die Fahne schreiben, dass ich sage, ich zeige hier was oder wir zeigen hier was, was bei uns in der Universität vielleicht nicht funktioniert, was in anderen Hochschulen ganz genauso übertragbar ist. Ja, Thomas hat mich schon vorgestellt, deswegen brauche ich an der Stelle jetzt erstmal, glaube ich, nichts machen. Ich mache jetzt mal die nächste Folie. Moderne Gebäudeautomation. Es ist ja so, dass die Gebäudeautomation ein bisschen sträflich behandelt wird. Die Gebäude sind mittlerweile alle hochmodernisiert worden, vollautomatisiert. Problem ist, dass es da eine Grenze gibt zwischen denen, die den Fachverstand haben, was die Automatisierung betrifft. Das behaupte ich einfach mal, bin ich. Und einmal die Leute, die vom Prinzip her wissen, was im Hintergrund abläuft, nämlich die Netzwerkstrukturen, die da sind, die Datenpakete, die hin und her geschaufelt werden, davon habe ich dann wiederum keine Ahnung. Ich bin vom Hause aus Maschinenbauingenieur. Das heißt also, bin in die Informatik so jetzt hineingezogen in dem Sinne, weil ich mit der Gebäudeautomation arbeiten muss. Die Gebäudeautomation ist eigentlich entstanden aus den hier dunkelblau dargestellten Kreisen Klimaheizung, Kühlung und Lüftung. Das waren so die Ursprünge der Gebäudeautomation. Das war in dem Gebäude präsent und das wollte man eigentlich auch steuern und regeln. Über die Jahre ist logischerweise denn dazugekommen, wenn ich hier mal ein paar Punkte nenne: Verschlusssicherheit, USV, NEA, also unterbrechungsfreie Stromversorgung, Netzersatzanlagen, Trafostationen, Statistiken, Berichterstellung, Personennotruf, Zutrittskontrolle, das Videoüberwachung, das ist alles damit eingeflossen mittlerweile in so ein Gebäude und ist alles von der Gebäudeautomation letztendlich übernommen worden. Das sind mal ein paar Fotos. Wir werden nachher auch ganz viele Fotos noch sehen, wo wir einfach so Beispiele präsentieren, wie es in den Gebäuden aussieht. Ganz oben links beginnt Zutrittskontrolle, kennt jeder. Dann als nächstes gesteuerte Heizungsventile. Hier ein Beispiel, was hier im Rechenzentrum aufgenommen wurde. Die Überwachung der Serverräume, und zwar der Sauerstoffgehalt, wird hier reduziert. Üblicherweise ist er bei 21%. Hier reduzieren wir ihn bis auf 15% runter. Schon bei 17% ist es nicht möglich, dort ein Feuerzeug anzumachen. Das heißt also präventiver Brandschutz, den wir hier haben. Alles, was ich jetzt, wovon ich spreche, das ist ja auch das, was ich letztendlich nachher beeinflussen kann. Also alles das, was hier an Sicherheitstechnik realisiert wurde, läuft über die Gebäudeautomation und kann ja dann auch beeinflusst werden. Nächste ist jetzt einfach ganz normal eine Aufzugsteuerung, wo ich hier unten dieses Tableau habe, wo ich außerhalb der Arbeitszeit reinkommen kann, also mir Zutritt verschaffen kann. Hier ist mal eine Steuerungsanlage von einer Lüftungsanlage dargestellt, wo man hier die einzelnen Automationsstationen hat. Dann habe ich hier zum Beispiel Präsenzmelder. Auch Präsenzmelder laufen letztendlich über einen Bus, wo ich gleich noch was zu sage, dass wir den gut analysieren können. Wir haben hier eine Fenstersteuerung, die wir sehen. Wir haben Schrankensteuerung. Wir haben hier oben eine Klimaanlage, einen Regler einer Klimaanlage. Das sind alles Komponenten, die letztendlich in der Gebäudeautomation ganz viel natürlich zusammenspielen und von dort aus gesteuert und geregelt werden. Wenn ich einen Vortrag halte, dann sage ich logischerweise auch immer gleich was zur Universität. Universitätsangehörigen wissen das genauso gut wie ich. Ich muss das ein bisschen präzisieren. Wir haben momentan 13.700 Studierende. Ich glaube, Greifswald und Rostock ist mittlerweile irgendwann nachher gleich. Wir haben 289 Professoren, wir haben 1.900 Mitarbeiter etwa und wir haben 160 Gebäude. Das denkt man gar nicht für die Universität. Also wir sind ja nicht als Universität Campus-Universität, sondern wir haben verschiedene Campusse, Campi, weiß ich nicht, Mehrzahl von Campus. Und in diesen Bereichen befinden eben 160 Gebäude. Die haben wir zu 99% komplett automatisiert. Das heißt also, diese 160 Gebäude können wir letztendlich über einen Arbeitsplatz steuern und regeln. Wenn ich von 160 Gebäude spreche und die Datenmenge, die da zusammenkommen, dann sind das
100.000 Datenpunkte, die vom Prinzip her verarbeitet werden. Verarbeitet werden bei uns Daten im Change of Value Prinzip. Also sobald sich ein Wert ändert, wird dieser Wert an die Gebäudeleittechnik übertragen. Das heißt also schon eine relativ große Datenmenge, die da letztendlich von der Gebäudeautomation verarbeitet wird. Ein erstes Testobjekt. 2012 haben wir dieses Gebäude, so wie es hier steht, das Konrad-Zuse-Haus, übernommen. Wurde gebaut innerhalb von, Thomas, drei Jahre, glaube ich, hat der BWL hier, also das, wir sind dann letztendlich bloß als Nutzer eingezogen und betreiben die Objekte. Gebaut wird das vom Land. Das Land wird vertreten von dem Betrieb für Bau und Liegenschaften. Ja, Nutzer in diesem Gebäude sind IT-Dienste, das spricht das Rechenzentrum der Universität Rostock und das Institut für Informatik. In dem Gebäude ist unter anderem für die Beleuchtungssteuerung, für die Jalousiensteuerung der KNX als Bussystem verbaut worden und die Klimatisierung läuft auch darüber. Ansonsten gibt es noch verschiedene Bussysteme hier, wenn ich in die Klimatisierung reingehe, gibt es dann nachher andere Bussysteme. Jetzt steht hier TM, steht für Thomas Mund, der Forscher. Da kann ich doch mal reinhören. Das heißt also, das Forscherherz schlägt ja letztendlich so hoch, dass ich sehe, Mensch, ich habe hier ein Gebäude, ist komplett neu und da passiert auch was. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Wenn ich da auf den Schalter drücke, dann geht das Licht an. Ja, das ist vollkommen klar, ist ja relativ einfach. Jetzt wusste Thomas ja, dass das ja alles busgesteuert ist und hat gesagt, naja, so ein Bus ist doch mein Thema. Da gucke ich mir das doch mal an, da komme ich doch irgendwie ran. Da will ich doch einfach mal die Datenpakete abhorchen und schauen, was passiert eigentlich dort. Ja, so war es letztendlich auch. Thomas, ganz mutig oder naiv, weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht so beurteilen, den Schalter da abgebaut, an der Tür zwei Drähte genommen, einfach mal in den Bus hinein gehorcht. Ich will ja gar nicht sagen gehackt, sondern einfach bloß mal reingehorcht und gesagt, ah, was passiert denn da? Mal gucken. Naja, wir waren, das war alles noch frisch im Bau, die Wände waren noch fast feucht. Jedenfalls ist immer das Problem, wenn wir ein Gebäude übernehmen als Universität, dann gibt es einen Planer, dann gibt es bauausführende Firmen, die hierher kommen und immer wenn wir uns beschweren und sagen, ja, Jalousie geht nicht, das funktioniert nicht, Licht geht nicht, Heizung funktioniert nicht, dann haben wir einen Gewährleistungsanspruch als Land. Also das heißt, Gebäude wurde uns übergeben und wir können Gewährleistungsansprüche geltend machen. Und das gilt 4 Jahre lang. Naja, wir gehen hier durchs Gebäude, wir haben eine Beschwerde gehabt. Thomas, das war, glaube ich, in deinem Labor. Funktionierte irgendwie die Jalousie nicht. Naja, wir mit dem Planer und dem Errichter rein ins Labor. Und Thomas war gerade dabei und fummelte da an dem Schalter umher. Er hatte vermutlich seine Drähte dran mit seinem Computer. Naja, jedenfalls der Planer und das bauausführende Unternehmen haben mich an uns im Groß angeguckt und haben gesagt, ach, und jetzt wollen Sie von uns noch Gewährleistungsansprüche, die machen hier alles kaputt, fummeln hier an den Dingern noch mehr, bringen alles durcheinander und ihr macht die Gewährleistungsansprüche. Wir natürlich stinkesauer, dass wir das nun gerade auf frischer Tat so gesehen haben und gesagt, ja, damit ist, also die Firma war dann gleich und hat gesagt, nein, Gewährleistungsansprüche, ihr Universität für dieses Gebäude, alles tot ist nicht, braucht ihr gar nicht mehr kommen. Wir wissen ja, was für Nutzer ihr da habt und das geht gar nicht. Naja, führte darauf hinaus, dass ich natürlich auch angegriffen wurde und ich das natürlich weitergegeben habe an den Institutsdirektor, glaube ich, damals, Thomas, ich weiß es nicht mehr. Letztendlich wurde es ausgewertet. Wir haben uns dann irgendwann geeinigt, die Gewährleistungsansprüche waren natürlich nicht weg. Wir haben dann eine Lösung gefunden. Thomas hat das auch alles abgebaut. Wir haben die Technik eingezogen und hast du die eigentlich mir irgendwann mal wieder gekriegt? Weiß ja, ich gar nicht. Gut, okay. Kann ich mich nicht mehr so recht dran erinnern. Naja, jedenfalls haben wir uns dann trotzdem irgendwie gefunden. Es war dann auch eine Zeit lang erstmal Ruhe, bis ich dann gesagt habe: Naja, eigentlich hat er ja recht. Ich sag mal, wenn das so einfach ist, ich sag mal, irgendwas dort aus dem Bus heraus zu hören und das zu analysieren, dann müssen wir uns ja irgendwie damit also abstimmen, dass wir sagen, hier gibt es ein Problem vielleicht und das müssen wir analysieren. Deswegen hat, ich glaube, den Satz hast du formuliert, ne? Oder habe ich das gemacht? Verwaltung reagiert erst ablehnend, dann einsichtig? Weiß ich nicht, naja. Das hätte ich nie geschrieben. Jedenfalls, Problem habe ich verstanden, Thomas ja schon viel länger. Notwendigkeit der Zusammenarbeit erkannt, weil letztendlich das ja irgendwo auch nicht mein Themengebiet ist und deswegen haben wir gesagt, okay, arbeiten wir zusammen,
dass wir uns mit dem Problem auseinandersetzen und dass wir, wichtig ist ja, wenn ich Lösungsansätze verfolge, dann muss ich erstmal das Problem analysieren, Schwachstellen analysieren, muss sagen, hier kann ich mit umgehen oder eben nicht. Ja, und das haben wir letztendlich gemacht. Wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt zusammen, egal was war, Geschichte, Historie, weg, arbeiten seitdem sehr gut zusammen, glaube ich, Thomas, kann ich das so sagen? Und haben gesagt, wir müssen uns jetzt mal mit dem Problem Gebäudeautomation auseinandersetzen. Ich hatte anfangs gesagt, das Problem Automation, Gebäudeautomation, das, was wir erkannt haben, bei uns aus meiner Sicht auf jede Hochschule übertragbar ist. Die Schweizer sind da ein bisschen weiter in Zürich. Ansonsten behaupte ich einfach mal, die Probleme, die wir bei uns erkannt haben, gelten im gesamten Bundesgebiet. Wir wollten jetzt damit umgehen, haben gesagt, ja, Problem besteht, man konnte das abhören, was passiert eigentlich noch mehr, kann ich eigentlich noch mehrere Busse abhören, kann ich eigentlich, welche Sicherheitsstandards gibt es eigentlich an der Universität Rostock, haben wir relativ festgestellt, schnell festgestellt, es gibt keine und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal was entwickeln, damit wir mit diesem Problem umgehen, um möglichst nah an dem zu sein, was per Gesetz schon vorgegeben ist, haben wir gesagt, okay, wir entwickeln eine Methodik und an dieser Methodik hangeln wir uns letztendlich lang. Und da haben wir natürlich uns an den BSI-Standard gehalten und haben versucht, diesen zu nehmen und das auf speziell die Universität Rostock umzusetzen. Also da haben wir uns letztendlich immer lang gehangelt und gesagt, das ist für uns so der rote Faden, das nehmen wir. Ja, Erfassen der Netzwerkstruktur, Netzplanerhebung, Erfassung der Anwendung, Erhebung der angeschlossenen Geräte, organisatorische Aspekte, wer hat Zugang, wie werden Zugänge verteilt und weitergegeben, werden Zugriffe protokolliert. Das waren eigentlich so diese ersten Fragestellungen, die wir hatten und Ansätze, wo wir gesagt haben, okay, das nehmen wir und jetzt gucken wir uns da einfach mal die Gebäudeautomation der Universität an. Weiterhin haben wir natürlich auch letztendlich vom BSI übernommen Schutzbedarffeststellung. Das heißt, mögliche Angriffe, mögliche Schäden, Bestimmung des Aufwands für einen Angriff und damit eine Abschätzung der möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit. Die wird ja mittlerweile immer höher, die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und Bestimmung des Risikos. Das waren eigentlich erstmal für uns so diese Ansätze. Weitere Aspekte waren Sicherheit der verwendeten Protokolle, innerer Aufbau und Grundkonfiguration der Geräte. Dann das, was mich auch direkt betrifft, nämlich wie sieht die Dokumentation aus? Ist überhaupt eine Dokumentation vorhanden? Auch das ist, ich sag mal, haben wir in Frage stellen müssen, denn an der Stelle wurde Konfiguration und Secure Code mit eingekauft. Simi, das war vorhin deine Frage, ne? Oder dein Thema. Und dann haben wir angefangen, haben uns eigentlich die Universität mal so intensiv angeguckt und ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt. Und sind mal in so ein paar Lüfterzentralen, Technikräume reingegangen. Das ist ja eigentlich mein Gebiet, da muss ich ja theoretischerweise eigentlich immer präsent sein. Bin ich logischerweise nicht, dafür haben wir einfach zu viel Gebäude. Und haben dann ein paar Netzwerkübergänge gesehen, die mal fotografiert. Und wir sehen, das ist eigentlich relativ unüberschaubar, was da verbaut wurde. Es ist relativ einfach, an die Netzwerkübergänge reinzukommen. Und da war schon mal das erste Problem, was wir gesehen haben. Oh, das ist ja gar nicht so kompliziert, hier hinzukommen. Allgemeine Netzwerkstruktur der Gebäudeautomation. Will ich vorher noch was sagen, damit das so für alle erstmal so greifbar ist, was darunter zu verstehen ist. Also Gebäude, die Home-Automation, denke ich mal, kennt mittlerweile jeder. Das ist Stand der Technik, nichts Besonderes. Die Gebäudeautomation der Universität, die gibt es ja schon sehr lange. Die gibt es schon seit 1999 oder so. Fing das an, da wurde die Gebäudeautomation entwickelt und eingesetzt. Ist ein paar Mal umgezogen, die Gebäudeleittechnik. Grundsätzlich ist das Modul so aufgebaut, dass es eine Management-Ebene gibt. Sprich, das ist ein Leitrechner mit einer grafischen Oberfläche. Dann habe ich ein VPN-Gateway nach draußen. Wir haben dann die Automatisierungsebene, sprich, das sind diese Kleinstcomputer, die in den Gebäuden stehen. Von diesen Automatisierungsebenen werden letztendlich die Feldebene gesteuert, Aktoren, Sensoren abgefragt und Befehle herausgegeben.
die Kommunikation zwischen dem Leitrechner und der Gebäudeautomation passiert in dem Fall jetzt über BACnet, over IP. Und die Kommunikation zwischen den DDCs und zwischen der Feldebene gibt es halt verschiedene Gateways, die mit der Feldebene letztendlich nachher kommunizieren. Feldebene sind die echten Bussysteme dann? Die Feldebene sind Sensoren, Aktoren und da vom Prinzip her die Busse, wo die miteinander kommunizieren. Ja. Also Feldebene, wie zum Beispiel der Schalter, befindet sich auf der Feldebene. Ne? Genau, KNX. Ja, ein bisschen klein vielleicht. Attacks on Building Automation Systems. Thomas, hast du entwickelt die Folie? Also das heißt, wir haben jetzt natürlich analysiert, woher können denn diese Angriffe kommen? Das heißt, sind sie die Angriffe im Gebäude oder nahe des Gebäudes oder sind sie außerhalb des Gebäudes? Danach haben wir sie erstmal unterschieden. Wir haben festgestellt, dass eben ein Großteil der Angriffe relativ einfach innerhalb des Gebäudes zu realisieren ist. Ich habe vorhin die Netzwerkübergänge gezeigt, also es ist relativ einfach, auf dem Weg dahin zu kommen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es natürlich möglich wäre und wir haben auch Beispiele dafür gefunden, dass bereits vom Werk aus eine Manipulation stattfinden kann. Das heißt, wenn ein Gerätehersteller, der stellt seinen Schaltschrank dahin und hat dort eigentlich schon ein Modem eingebaut, sodass er vom Prinzip her von Ferne darauf zugreifen kann. Ein GSM-Modem und kann auf diese Anlage darauf zugreifen. Problem ist, wenn wir Gebäude übernehmen in der Größenordnung, wie sie hier sind, dann ist es oftmals sehr schwer, wirklich jeden einzelnen Schaltschrank abzugehen und zu gucken, was ist in dem Schaltschrank verbaut und nachzufragen, was ist das hier eigentlich für ein Modul. Also es sind sehr viele Module in dem Schaltschrank verbaut und wenn da halt so ein kleines GSM-Modul noch mit drin steckt, dann ist das eigentlich so nahezu aussichtslos, das herauszufinden. Ja, das also, was vom Prinzip vom Werk her dann letztendlich schon realisiert wird. Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn wir Wartungsfirmen haben hier. Die Wartungsfirma, die vor Ort ist, die kann ja jederzeit was nachinstallieren. Das heißt, wir kontrollieren nicht, wenn eine Wartungsfirma hier ist, was macht die eigentlich vor Ort. Wir sind froh darüber, wenn die Anlagen dann wieder danach vernünftig laufen, wieder ein Jahr laufen und wir eigentlich ohne Probleme damit über die Runden kommen. Die intensive Zusammenarbeit mit der Firma passiert nicht so, dass sie vom Prinzip danach zu uns kommen und sagen, ganz konkret, das haben wir gemacht, jetzt zeigen wir euch das mal, was gemacht wurde, sondern sie werden in der Regel ja fast alleine gelassen. Es werden auch keine Leute hier an der Universität sein, die vom Prinzip der Firma hinterherlaufen und hier den Firmen über die Schulter gucken. Also das heißt, sie sind fast alleine. Das ist ein großes Problem, was wir an der Stelle haben. Ansonsten, wie gesagt, sind es nochmal diese Analysepunkte, also das heißt, von wo aus die Angriffe funktionieren können. Und die sind auch die, die wir uns näher angucken. Dann haben wir als nächstes gesagt, Auswahl denkbarer Angriffe und haben dann einfach mal so überlegt. Wir haben ja den Vorteil, wie ganz viele Hochschulen auch, dass wir halt noch nicht angegriffen wurden. Oder zumindest, wenn welche angegriffen wurden, wird es nicht publik gemacht und der Schaden hält sich in Grenzen, wenn irgendwas ist. Also wir haben natürlich an der Uni schon Punkte gehabt, wo wir sagen, das ist uns nicht ganz geheuer, was ist hier passiert, wir können es aber nicht nachvollziehen. Wir haben dann mit dem Gebäudeautomationshersteller gesprochen, haben gesagt, bitte analysiert das mal, dass irgendwas passiert, wir können uns das nicht vorstellen, was da passiert ist. Und da hat er auch gesagt, ja, da ist irgendeiner an die DDC rangegangen und hat da irgendwann mal was versucht. So, das waren zwei, drei Vorfälle innerhalb der langen Jahre, wie wir die Gebäude schon betreiben. Also jetzt haben wir jedenfalls analysiert, was kann eigentlich passieren? Also mechanische Überlastung. Das haben wir wirklich so uns angeguckt und haben gesagt, naja, wir haben technische Geräte und was kann eigentlich so ein Hacker machen, wenn er sich hier einhackt, was kann er kaputt machen, was kann passieren. Also mechanische Überlastung, ein paar Beispiele, elektrische Überlastung, Alterung von Bauteilen, also sprich Leuchtstoffröhre immer ein- und ausschalten, Manipulation von Schranken und automatischen Türen, hört sich schon ein bisschen krimineller an, wenn man sagt, okay, ich lasse die Schranke jetzt einfach mal runterfahren, wenn das Auto durchfährt. Türen werden dauerhaft verschlossen, das ist schon ein Problem, wo ich sage, auf einmal ist die Tür zu und derjenige kommt nicht mehr raus. Klimatisierung ist ein ganz wesentliches Problem.
mittlerweile A und O in jedem Gebäude geworden. In jedem Gebäude sind irgendwo Server verbaut. Und wenn ich dort die Klimatisierung ausschalte, dann dauert es auch nicht lange, bis die Server sich runterfahren. Wir haben hier im Rechenzentrum eine Reaktionszeit etwa von 10 bis 20 Minuten, wenn die Klimaanlagen ausgeschaltet werden, halt die Klimatisierung hier, dann haben wir 20 Minuten Zeit, um zu reagieren, bis das Rechenzentrum sich runterfährt. Und das Rechenzentrum ist halt letztendlich das, ja, ich sag mal, wie sagt der Rektor immer, das Rückenmark der Universität. Und wenn das Rechenzentrum nicht mehr funktioniert, dann sind wir handlungsunfähig. Wir telefonieren über Voice over IP und also nichts mehr funktioniert an der Stelle. Also Klimatisierung mittlerweile ein ganz großes Thema, dass diese Systeme sicher sein müssen. Beleuchtung, hat Thomas immer so ein schönes Beispiel gebracht. Das ist jetzt nicht auf die Universität bezogen, aber ich habe zwei Hotels nebeneinander stehen. Ein Hotel wird gehackt und ich habe auf dem Hotel letztendlich irgendwie meinetwegen eine Rune oder irgendwas drauf von draußen mit der Beleuchtung nachsimuliert. Wohin geht wohl der Kunde, wenn er ein Hotelzimmer mietet? Mit Sicherheit nicht in das, höchstwahrscheinlich nicht in das Hotel, was vermutlich dort so eine Rune abgebildet hat. Also das ist so ein Reputationsschaden und das könnte man logischerweise auch weiterspinnen, wenn man das auf die Universität dort runterbricht, kann das natürlich auch passieren. Auch ein großes Thema ist die gesamte Belüftung, das heißt, dass wir hier sehr striktes Regime fahren, was die Belüftung betrifft, das heißt, wir arbeiten ja auch in S1, S2, S3, S4-Laboren nicht. Also das heißt, das sind Labore, wo man mit Keimen arbeitet, mit Bakterien, mit Viren. Da muss natürlich das Druckverhältnis in dem Raum sehr konkret stimmen, dass ich im Prinzip ja nichts nach außen geben kann. Hier könnte es genauso passieren, dass man, wenn man das System gehackt hat, dass man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt mal, blase das mal andersrum rein oder sorge für ein unterschiedliches Druckverhältnis, sodass vom Prinzip ja Keime nach außen dringen können. Ganz trivial ist, wenn die Tür einfach nicht geöffnet wird. Das heißt, ich schaffe es relativ einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das selbst schon oder ihr das schon mal selbst miterlebt habt in Laboren, dass ich einfach aus dem oder aus so einer Tür nicht rauskomme, einfach nur, weil das Druckverhältnis nicht stimmt. Weil vielleicht Fenster zu war und hier drin ist die Lüftung und ich komme einfach nicht raus aus dem Raum. Das kann man mit so einer Lüftungsanlage relativ einfach hinkriegen, dass man Leute einsperrt. Ja, das andere hatte ich schon gesagt, gefährliche Substanzen werden freigesetzt, wenn man vom Prinzip hier an der Stelle einfach nur an die Lüftung ran. Jetzt mache ich so einen kleinen Sprung von einem Experiment, was hier an der Informatik gemacht wurde von Thomas. Und zwar Aufenthaltsdauer im Waschraum von Mitarbeitern der Informatik. Und kann ich ja sagen, das ist ja dieses Gebäude hier. Ne? Und die Anzahl, wie häufig, ne? Wie häufig derjenige oder diejenigen dort auf Toilette waren. Also man sieht sechs Personen. Meinetwegen, oder ist es die sechste Person? Nee, sechs Anzahl, ne? Anzahl. Haben sich 45 Minuten lang dort im Waschraum aufgehalten. Sekunden. Ein Großteil, muss man allerdings sagen, auch in dem Bereich. Also wenn jemand nur 5 Sekunden vor dem Waschbecken stand, dann stand er auch wirklich nur oder ist einfach durchgelaufen. Hier muss man sagen, die Toilette ist im hinteren Bereich, dann ist es abgegrenzt und dann hat man im vorderen Bereich das Waschbecken. Wie hat Thomas das rausgekriegt? Indem er einfach den Präsenzmelder genommen hat. Das heißt, wir haben Präsenzmelder im hinteren Bereich und wir haben Präsenzmelder im vorderen Bereich. Und da hat er einfach nur die Zeit gestoppt, wie vom Prinzip her die Leute da durchgehechelt sind oder etwas länger gestanden haben. Einige haben sich hier dann vielleicht auch noch hier richtig schick gemacht. Und hat jetzt die Präsenzmelder genommen, hier auf den Räumen verteilt und hat gesagt, okay, jetzt habe ich ja schon mal den Präsenzmelder in der Toilette genommen und weiß, wie lange sich dort eine Person aufgehalten hat. Und was kann ich jetzt noch machen? Also ist ja schon mal was, dass man weiß, okay, einige oder der Großteil mit 25 Sekunden ist, glaube ich, erstmal schon in Ordnung. Jetzt hat Thomas aber eine Analyse gemacht, ich glaube, das heißt Forensik, ne? Dass man vom Prinzip dann sagt, okay, jetzt habe ich einfach mal geguckt, wenn ich mal nochmal zurückgehe, hier finde ich die 55 Sekunden. Und die 45 Sekunden hat Thomas einfach mal nachvollzogen, wo sich diese 55 Sekunden, ist richtig bisher immer, ne, dargestellt, wiederfinden. Und da hat er einen Raum wiedergefunden. Das ist, Thomas, das ist dein Raum, ne? Wie hat er das rausgekriegt? Er hat einfach bloß nachvollzogen mit dem Präsenzmelder, den ja letztendlich hier ist die Toilette, hier ist der Flur mit den Präsenzmeldern.
Und man kann ja vom Prinzip her relativ gut nachvollziehen, Wege nachvollziehen, wo jemand langgegangen ist, einfach indem ich den Präsenzmelder auslese. Der Präsenzmelder muss ja gar nichts machen, der detektiert ja. Da geht das Licht ja noch gar nicht an, aber er detektiert, er erfasst vom Prinzip her die Person, macht in dem Augenblick aber nichts. Aber ich kann letztendlich darüber, wenn ich einfach nur den Bus abhöre, eine Analyse tätigen. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausschmücken. Könnt ihr vielleicht nachher einfach nochmal Fragen stellen, wie Thomas das gemacht hat und vielleicht auch das Ergebnis und ob es da vielleicht... Nee, sage ich jetzt nichts weiter zu. Ein Beispiel, jetzt kommen mehrere Bilder, Beispiele, wie es letztendlich in betriebstechnischen Räumen aussieht. Also das ist ein Elektroanschlussraum hier, auch im Gebäude, ist verschlossen, muss ich sagen, ist verschlossen. Und wenn ich in den Raum reingehe, dann sehe ich vom Prinzip erstmal so, habe ich so diese Darstellung, schön sauber und ordentlich, aber es fängt schon an, indem ich vom Prinzip eigentlich den Schaltschrankschlüssel, der hängt schon mal neben dem Schaltschrank. Also ist jetzt nicht so schwer, dass wenn jetzt einer mal spontan reingeht, dann könnte er schon mal einfach ohne Probleme einen Schaltschrank. Ist jetzt als Beispiel, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil es ein ganz normaler Schlüssel ist. Was wir hier allerdings auch noch haben, wenn ich einen Schaltschrank aufmache, dann habe ich schon mal wieder ein Gateway, wo ich sage, oh, da komme ich ja wunderbar ran, da könnte ich mich einstöpseln, dann versuche ich mal irgendwas. Das heißt also relativ einfachen Zugang zu einem Elektroverteilerraum. Der Elektroverteilerraum, muss ich sagen, ist abgeschlossen, also kommt man nicht so einfach rein, aber wenn ich erstmal drin bin, habe ich die Möglichkeit, mich da hinzusetzen und mal was zu experimentieren. Das nächste, was ihr denn vielleicht auch schon aus den Laboren gesehen habt, das ist ein ganz normaler Abzug oder Digestorium. Die werden in der Regel über über den LON-Bus gesteuert. Und ich habe hier oben das Steuerungsmodul von diesem Digestorium, von dem Abzug. Und ich habe hier einen ganz normalen Netzwerkübergang. Das heißt, ich kann mich auch theoretischerweise mit dem Laptop hier hinsetzen und kann vom Prinzip sofort den Bus abhören. Also ist relativ einfach mit einer Zweidrahttechnik mich dort reinzuhängen und zu sagen, okay, jetzt bleibe ich mal, man fällt im Labor noch nicht mal auf, wenn ich da am Rechner sitze und was abhöre. Als Beispiel. Das ist aber ein ganz normales Industrieprodukt, so werden die hergestellt. Das heißt, dass ich vorne den Buszugang habe. Ja, das ist denn das, das ist dieses Beispiel, wo wir uns zum Anfang überworfen hatten. So sah das bei Thomas im Labor aus, als wir reinkamen. Frisches Gebäude, gewährleistungsreif. Und dann haben wir das halt so gesehen, wie das da ist. Das abgebaut da oben. Und Thomas war mit seinem Gateway dran und hat dann den KNX abgehört. Und hat vom Prinzip her über den KNX letztendlich, über die Linienkoppler hinweg, das Gebäude hier alle Linien abhören können. Wir haben später auch reagiert, wir haben dann vom Prinzip her hier noch Filter gesetzt, sodass man vom Prinzip her zumindest nicht mehr über die Linien hinauskommt, aber innerhalb der Linie war das ohne Probleme möglich und so konnte Thomas von seinem Büro aus ohne Probleme die Jalousien von Professor Schapp, also seinem Chef, zum Beispiel steuern und ich sag mal relativ einfach. Wir haben das als Beispiel ja auch mal präsentiert hier auf der DFN-Tagung. Betriebstagung, die hier war, und da haben wir es mal gezeigt, dass das eben ohne Probleme möglich ist, einfach den Raum, dann haben wir angefangen, das auszubauen, das habe ich, glaube ich, sogar gemacht, ne? das abzubauen da und dann mit der Zweidrahttechnik ranzugehen und vom Prinzip das Gebäude einfach von hier aus zu steuern. War möglich, war ein Beispiel, um zu sehen, wie einfach das doch ist. Was auch noch festgestellt wurde, und da hören nachher meine Grundkenntnisse auf, also dass letztendlich die Daten, die übertragen wurden, unverschlüsselt übertragen wurde und somit war es für euch ja relativ einfach, die Daten, die teilweise auch relativ eindeutige Inhalte übermittelten, nachzuvollziehen und auszulesen. Was wir natürlich noch haben, ist, dass wir auch VPN-Zugänge, ach nee, das ist noch gar nicht der VPN, nee, das ist das, was Thomas dann gemacht hat, er war dann sauer, weil ich sauer war, logischerweise, als wir das gesehen haben, hat er gesagt, weißt du was, ich kann das auch, ich brauche das noch nicht mal abschrauben, ich mache das auch, ich kann das auch ganz anders machen und nutze einfach das Induktionsgesetz und kann auch so den Feldbus abhören. Und das hat er letztendlich hier bewiesen, ohne vom Prinzip her einen wirklichen physischen Zugang zu haben, kann man auch den Feldbus so abhören, einfach mit einer Induktionsspule.
Auch das ist möglich. Ja, hier nochmal ein Bild. Und da hast du auch gar nichts beschädigt mehr, ne? Das ist ein Klebestreifen, den kann man wieder abnehmen von der Wand. Radio könnt ihr nicht verbieten. Ja, ja. Ja, was wir eben noch festgestellt haben, als wir ein bisschen weiter in die Analyse reingegangen sind, dass wir eben viel zu viele Informationen letztendlich auf den Sensoren und Aktoren haben. Hier haben wir wirklich Adressen stehen, das heißt, ich kann, wenn ich erstmal rausbekommen habe, über dem ich den Bus abhöre, welches Element gerade sich gemeldet hat, dann kann ich relativ das auch schnell zuordnen und sagen, okay, jetzt weiß ich, dieses Element hat sich gemeldet, hat diese Adresse, damit sind vom Prinzip auch die Datenpakete nachher eindeutig zuordnenbar. Das ist auch so ein Beispiel, die Adresse haben wir glücklicherweise nicht, sonst könnte ich sie nicht veröffentlichen. Also auch hier irgendwo in der Gebäudeautomation reingegangen und da hat denn der Wartungstechniker schon mal so die Netzwerkadresse, IP-Adresse raufgeschrieben, damit er sie nicht vergisst. Auch das ist natürlich fatal, wenn es letztendlich so frei zugänglich ist. Von Passwörtern will ich jetzt noch gar nichts sagen. Ja, zu den Gateways hatten wir schon was gesagt, also relativ einfach zugänglich und ich behaupte einfach, das finde ich in jedem Schaltschrank in der öffentlichen Verwaltung, dass ich da eigentlich unproblematisch rankomme. Alles zum Beispiel hier oben wieder die IP-Adresse draufgeschrieben. Um Systeme abzuhören, auszulesen, zu konfigurieren, gibt es ja mittlerweile Tools ohne Ende im Netz. Also das heißt, auch da brauchen wir noch nicht mal kriminelle Energie an den Tag legen, weil ich finde diese Tools frei im Netz und kann damit vom Prinzip her letztendlich auch gut agieren. Aber da kann Thomas viel mehr zu sagen, da bin ich letztendlich nur ein Nutzer. VPN, das hatte ich jetzt schon gerade gesagt, wo ich das Bild verwechselt habe. Also wir sind natürlich auch über VPN in der Lage, in die Gebäudeautomation, das Gebäudeautomationsnetz reinzugehen. Und wir haben großen Druck, ich sag mal, innerhalb der Universität, 160 Gebäude, alles muss funktionieren, alles muss nicht nur stundenweise funktionieren, sondern 365 Tage im Jahr. Es darf keine Unterbrechung geben. Wie behelfen wir uns, dass wir eben Firmen wie zum Beispiel der Gebäudeautomationsfirma, die zu 95% ihre Komponenten hier verbaut haben, wir geben denen einen VPN-Zugang. Das machen wir deswegen, weil wir sagen, guckt doch mal rein, bevor wir hilflos da sind und die rauskommen, könnt ihr doch mal reingucken und vielleicht könnt ihr uns an der Stelle schon helfen. Also allein schon diese, wir könnten ja genauso gut auch sagen, nein, ihr müsst immer vor Ort kommen, müsst euch anmelden, kommt rein und guckt nach. Das sind Zeiten, die an der Stelle vergehen, wenn ich dann bedenke, dass wir für die Handlungsaktivitäten, die wir äußern können, wenn die Klimatisierung hier ausfällt, 20 Minuten, da ist das vollkommen unrealistisch. Und dass man eine Firma rauskriegt, wenn man sagt, wir haben ein Problem, kommt mal raus, ist es auch illusorisch. Dann sagen die, ja klar, nächste Woche passt vielleicht. Nee, noch nicht, übernächste Woche, kommen wir mal. Und bei uns ist die Klimatisierung gerade ausgefallen. Also das ist auch unrealistisch. Deswegen geht man oftmals den Weg und sagt, okay, ihr habt einen VPN-Zugang, guckt euch das an und helft uns an der Stelle. Heißt aber, mit dem VPN-Zugang muss man natürlich sehr sensibel umgehen, weil man neigt ja ganz schnell dazu, dass man sagt, oh, man hat eine schöne grafische Oberfläche, jetzt gebe ich doch mal den VPN-Zugang, aber nicht lange, den nehme ich dir gleich wieder weg. Ja. Mhm. Dann kriegst du den auch noch, aber nicht lange, nehme ich dir bald wieder weg. Und so geht es immer weiter und da ist eben ein Problem, das zu dokumentieren, das zu reglementieren und auch das sind Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Offene Zugänge zur Bedienoberfläche, ich weiß nicht, Thomas, willst du jetzt an der Stelle was sagen, oder? Später. Okay, also gut. Wirkt ein bisschen komisch, glaube ich. Kann man eh nicht so richtig, also das sind jetzt einfach bloß mal so Beispiele, wo wir gesagt haben, okay, wir waren vor Ort, haben uns die Gebäudeautomation an der Stelle angeguckt und haben festgestellt, dass viele Anlagen eine freie Zugänglichkeit haben. Das heißt, ich kann mich da einfach ganz normal einloggen und an der Stelle schon arbeiten. Es gibt dann teilweise Standardpassworte oder gar keine Passworte, also das ist dann... Ich muss halt bloß erstmal in die Ebene kommen, sprich ich muss in die Technikzentrale kommen oder irgendeinen technischen Bereich rein. Offene Zugänge in der Bedienoberfläche, das heißt, so sieht eine Gebäudeautomation aus, also eine DDC, eine Gebäudeautomationsstation, die in den Gebäuden vor Ort verbaut ist. Und von hier aus, wenn ich mich dort einlogge, brauche ich mich ja gar nicht einloggen, weil es ein freier Zugang ist. Das heißt, ich kann sie eigentlich sofort bedienen. Ich kann an der Stelle natürlich aber nur Werte abfragen. Ich kann sie nicht verändern. Dazu brauche ich wiederum ein Passwort. Und das Passwort wird regelmäßig gewechselt, ich glaube alle 15 Jahre. Also doch relativ sicher. Also das sind alles so Erkenntnisse, die wir letztendlich damit gewonnen haben, die wir jetzt natürlich abgestellt haben, so gut wie.
Thomas, hier musst du was zu sagen, kann ich gar nichts zu sagen zu der Karte. Ja, wir haben dann irgendwann auch gesehen, dass diese Systeme, diese VLC-Controller, also die Gebäude, ja, Automatisierungskomponenten auch dann öffentlich im Internet zu finden sind. Das ist einfach das Ergebnis einer Anfrage bei Schola. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch kennen, das ist eine Suchmaschine für ja, IoT-Technik im weitesten Sinne. Und wir haben einfach mal nach dem Typ gesucht, der bei uns verbaut ist. Und also wahrscheinlich am Flughafen Krasnojarsk und irgendwo in diversen anderen wichtigen Orten verbaut zu sein. Und das sind einfach mal alle Treffer, die wir mit GeoIP dann auf Deutschland oder Europa, mit Europa bezogen gefunden haben. Das heißt, die, also das, das sind die, die sich auch frei melden. Unsere würden sich ja nicht melden, weil die hinter einer Firewall in gewisser Weise abgesichert sind, aber das sind die, die zum Beispiel offen sind. Also sprich, diese Gebäudeautomation ist ja nicht nur, ich sag mal, in solchen großen Gebäuden wie hier verbaut, sondern sie ist ja genauso gut auch beim Friseur verbaut oder beim Optiker. Da ist genau die gleiche Technik drin, wie wir sie hier haben. Und da kümmert sich ja, die kümmern sich um die Sicherheit nun gar nicht. Wir haben es ja zumindest schon mal das Problem erkannt. Ja, so sieht wie gesagt diese, die DDC aus und da habt ihr, du mit deinen Studenten penetration Tests gemacht und ja, jetzt muss ich dann wirklich übergeben an dich. Also. Ja, tut mir leid jetzt. Muss ich dann doch. Ja, wir haben einfach mal drei Studenten gebeten, da einen Penetrationstest zu machen. Die hatten jetzt nicht Vorwissen, wie jemand, der bei IT-Systems arbeitet und das seit 20 Jahren beruflich macht und haben, ja, ich sag mal, Netto-Arbeitsaufwand zwei Wochen schon eine ganze Menge rausbekommen. Zeig mal die nächste Folie bitte. Ja, es gab so Log-Dateien, da waren Benutzernamen im Klartext, Nutzer hatten Root-Account. Ich sag mal, innerhalb von zwei Wochen Netto-Arbeit bei drei ja, motivierten Studenten haben dazu geführt, dass wir vollkommen gut Zugang zu diesen Maschinen hatten. Das nochmal in Zusammenhang gebracht mit den öffentlich verfügbaren Geräten, die wir da vorgesehen haben. Insofern ja, ein richtiges Sicherheitsdesaster, zumal das, der Rootzugang auf verschiedenste Art und Weise möglich war. Der einfachste war, dass einfach Nutzername und Passwort jetzt bekannt sind von einem Nutzer, der Linux-Root-User ist, auf einem uralten System mit Kernel, was ich 2.3 irgendwas, also seit 15 Jahren wirklich nicht mehr angefasst, lässt sich auch nicht updaten. Ja, so dass es quasi eigentlich dann ein Sicherheitsdesaster für den Hersteller sein müsste, wenn das publik wird. Insofern haben wir nicht direkt hingeschrieben, wo das Passwort steht, aber ja, mit etwas Raten kriegt man es doch einfach aus. Und ja, das System steht damit, ich sag's jetzt mal banal, runtergelassenen Hosen da und man kann auch alles damit tun. Ich denke das. Ja, gut, Die Zusammenfassung hat Thomas ja eigentlich schon gegeben, voller Root-Zugang durch Passwortraten, uralte Kernel-Version, wie gesagt, das hast du schon gesagt, ich mache dann an der Stelle einfach mal weiter. Halt, in die Richtung. Nee. Das war ein doppelt, oder? Okay. Ergebnisse, Sicherheit der verwendeten Protokolle. Also bei den am häufigsten in der Feldebene eingesetzten Protokollen, sprich das ist der KNX und der LON, kommen wir zu dem Ergebnis, das ist verheerend, also da ist eigentlich nichts, was sicherheitsrelevant ist oder was vorhanden ist. Ich hatte gesagt, Linienfilter, die wir da einsetzen, das ist dann auch alles rudimentär, was da gemacht wird. Es ist ja, schlicht und erdrückend schlimm, das, was wir gefunden haben. Also Verschlüsselung und Authentisierung sind in den entsprechenden Standards überhaupt nicht vorgesehen oder praktisch nicht von Nutzen. Lebensdauer über 30 Jahre üblich, das heißt also, wenn ich ein Gebäude so wie hier übergebe, dann hat es eine Lebensdauer von 20, 25, 30 Jahre und in der Zeit wird eigentlich nichts gemacht an den Protokollen. Das heißt, es lebt einfach so, wie es ist und man fasst es eigentlich nicht mehr an, weil es funktioniert ja, muss man ja nicht anfassen, funktioniert ja. Weil der Aufwand, der dann betrieben werden muss, ist ja doch relativ groß, also lässt man das einfach so stehen. Alte Systeme, wie gesagt, werden dann einfach nicht mehr gepflegt, es werden keine Updates mehr eingepflegt und damit wird die Möglichkeit des Angriffs immer wahrscheinlicher. Oder wahrscheinlich will ich nicht sagen, aber zumindest die Möglichkeit dessen, dass man angreifen kann, das Tor wird immer größer. Auch in den IP-basierten Netzwerken wird das Potenzial bekannter Schutzmaßnahmen nur selten genutzt und hier werden in der Regel eben auch ungesicherte Protokolle als
sichere Protokolle übertragen. Wie gesagt, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Ergebnisse, Zugriffsmöglichkeit. Angreifern gelingt es nach Erlangung des physischen Zugangs, das hatte ich gesagt. Also wenn derjenige erstmal im Gebäude ist, wenn er in dem betriebstechnischen Raum ist, dann kommt er relativ einfach dazu, kann sich selbst Installationen setzen. In der Deckenverkleidung zum Beispiel die Aktion auf der Feldebene auslösen können. Das ist, dafür sind wir, ich sag mal, mit 13.000 Studierenden eigentlich, wir sind offen. Die Universität ist ein offenes Gebäude oder viele offene Gebäude. Die Universität an sich ist offen und wenn hier Wartungsarbeiten durchgeführt werden, wenn hier Firmen vor Ort sind, Handwerker vor Ort sind, wird in der Regel nicht gefragt von dem, der auch dran vorbeigeht. Auch Thomas zum Beispiel geht einem Handwerker vorbei. Und na, du fragst vielleicht noch nach, aber auch nur, weil du das Problem kennst. Ansonsten wird gar nicht nachgefragt. Der macht irgendwas dort und alle gehen blind vorbei und fragen nicht, wer ist er eigentlich, was macht er hier. Generell wurden einige, nicht alle, hatten wir bewusst nochmal hingeschrieben, der untersuchten Zugänge auf Programme, Geräte, Funktionen mit Nutzernamen, Passwörtern gesichert. Und gesichert hatte ich ja schon gesagt, wenn ich ein Passwort gesichert habe und das über 15 Jahre gleich lasse, dann kann ich das eigentlich gleich aufschreiben. Ja, die IP-basierten Netzbereiche, sprich also die VLANs, schützt man sich vor physischen Zugängen durch Abschließen der entsprechenden Räume. Das machen wir, das heißt, unsere Räume sind abgeschlossen. Wir achten jetzt auch besonders doll darauf. Wir haben auch ein Schließsystem drin, was mechatronisch ist. Das heißt, wir sehen auch, wenn jemand reingegangen ist, können theoretischerweise das System auslesen und können im Nachhinein nachvollziehen, welcher Schlüssel hat geschlossen. Also zumindest können wir im Nachhinein gucken, was denn passiert. Das ist möglich, brauchten wir bisher aber in der Form noch nicht nutzen. Ja, Problem ist, dass wir natürlich in Räumen, technischen Betriebsräumen, sehr viele Nutzer drin haben, sehr viele Firmen drin haben. Die holen sich den Schlüssel vom Dispatcher bei uns, gehen in die betriebstechnischen Räume rein, machen dort ihre Wartungsarbeiten. Und wie gesagt, bei solch einem Gebäude, da habe ich locker mal 20, 30 Firmen, die vom Prinzip her hier Wartungsarbeiten durchführen und damit auch 20 bis 30 Leute, die, ich sag mal, in so einen betriebstechnischen Raum reingehen. Also ich sag mal, das auch einzugrenzen ist schon sehr schwer. In Rechenzentren ist es ja üblicherweise so, dass man personifizierte Zugänge schafft. Das heißt, es müssen Firmen, die melden sich an, dann melden sie die zwei Leute, die zur Wartung kommen. Die müssen auch noch einen Personalausweis hinterlegen. Das heißt, sie sind sehr restriktiv, gehen die Rechenzentren damit um. Wir nicht, wir sind ja kein Rechenzentrum, wir sind eine Forschungseinrichtung. Bei uns wird das nicht ganz so streng gehandhabt. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir selbst oder wir fangen jetzt erst an, dass wir uns IT-Sicherheitsrichtlinien schaffen. Und gerade solche Schwachpunkte zu beseitigen. Ja, weitere Auswirkung, die wir festgestellt haben, also sehr, sehr hohes Risiko für beträchtliche Schäden, das haben wir einfach mal so in den Raum gestellt, das ist so. Wir haben den Vorteil, dass wir noch nicht angegriffen wurden, ansonsten könnten wir, wie gesagt, damit leben, dass hier ein großer Schaden entsteht. Wir schätzen das Risiko als sehr hoch ein. Wir stehen momentan halt bloß, generell die Hochschulen stehen momentan auch nicht im Fokus des Angriffs. Aber wenn sich herausstellt, das wird eine interessante Spielwiese, nicht nur hier von der Hackergruppe, sondern grundsätzlich, dann kann es eben zu einem beträchtlichen Schaden führen. Entschuldigung, habt ihr das Risiko mal quantifiziert? Also mal wirklich eine Zahl angeschrieben in Euro? Nein. Nein, nee, das ist wirklich nur qualitativ. Wir können es auch momentan gar nicht einschätzen. Also zum einen, weil wir von unterschiedlichen Bereichen sprechen, dass wir sagen, das Rechenzentrum hat hier einen höheren Stellenwert, wo wir sagen, hier kann viel passieren. Wenn ich jetzt die philosophische Fakultät, ohne jetzt die Philosophen abzuwerten, wenn bei ihnen die Lampe am Tisch nicht mehr funktioniert und es ist taghell, dann können sie trotzdem weiterarbeiten. Reputationsschaden, Forschungsdaten werden gestohlen, das ist natürlich auch ein großes Problem, was wir haben. Das sind so Sachen, also wir haben da schon abgewogen, wo ist das einzuordnen. Reputationsschaden ist eben ein großer Schaden auch für die Universität, das sehen wir genauso. Aber wir können das nicht beziffern. Beziffern könnten wir, wenn Reputationsschaden entsteht, meinetwegen Prüfungsergebnisse,
sind alle auf 5 gesetzt worden. Und jetzt kommt irgendeiner und sagt, nee, deswegen studieren wir nicht mehr an der Uni. Dann müssen wir ganz genau, uns fehlen meinetwegen jetzt 20.000 Studierende. Mhm. Das ist dann bezifferbar. Ansonsten ist es sehr schwer bezifferbar. Ja, auch Gebäudeschäden zum Beispiel, die haben ja relativ viele Szenarien aufgesprochen, mhm. also dass man Jalousien kaputt kriegt und alles mögliche. Da kann man ja sagen, okay, so wenn wir da nichts gegen... Achso, soll das Mikrofon einmal hin? Gib dem das nochmal runter. Danke. Zu leise, und zu leise. Mhm. Also bei den Gebäudeschäden, das könnte man relativ leicht beziffern, wenn man sagen würde, wir gehen jetzt davon aus, alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre passiert sowas und das kostet dann 50.000 Euro. Dann habe ich 50.000 Euro pro 5 Jahre. Ne? Und dann, also dann hätte ich eine Quantifizierung dieses Risikos. Mhm. Deswegen, also ganz viele Sachen kann man sehr schwer beziffern. Das stimmt, mhm. Reputationsschaden ist unheimlich schwer zu beziffern. Mhm. Aber deswegen hatte ich gefragt, ich hatte gedacht, dass so bei den gerade baulichen Schäden, und das glaube ich, da hattet ihr euch auch im Wesentlichen darauf konzentriert, ja, ne? ja. dass man das auch relativ gut beziffern kann. Weil Zahlen sind immer so eine Sache, die Entscheider sehr gerne mögen. Mhm. Ne? Wenn das Risiko irgendwie über 50.000 liegt und es kostet 5.000, was dagegen zu unternehmen, dann kriegt man so recht argumentiert. Nee, also das ist sehr schwer zu greifen. Also einen finanziellen Schaden hier zu beziffern, ist sehr, sehr problematisch. Zumal ein Hackerangriff ja zum zeitlichen Ausfall eines Gebäudes führen kann, danach aber vollkommen wieder instand gesetzt werden kann. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es... Jetzt haben wir ein Beispiel gebracht mit mechanischen Schäden. Da muss was ausgetauscht werden, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist schwer greifbar. Natürlich ist es immer einfacher. Es ist grundsätzlich einfach, wenn ich sage, ich wiege jetzt ab, ich habe einen finanziellen Schaden, kostet mich 50.000 Euro, wenn was passiert. Die Installation, ich sag mal, von entsprechenden Gateways oder von entsprechenden Firewalls, die ich dort einsetze, um mich zu schützen, kostet 20.000 Euro, kann ich gut abwiegen und sage, okay, innerhalb von, oder in dem Fall gar nicht innerhalb von einer bestimmten Zeit, sondern das amortisiert sich sofort, wenn dieser Schadenfall eintritt. Habe ich gegenüber dem Finanzer sofort immer gute Argumente. Das ist aber sehr schwer. Das kann man natürlich konstruieren, zum Beispiel, aber es ist eben nicht einfach. Na? Weiß ich. Naja, du kommst ja sogar noch aus der Branche, wo ihr vom Bozilla selbst damit arbeitet. Also ja, eure genau. Systeme, ne, ist ja, wir haben jetzt von euch kein System im Einsatz, hätte ich gerne, aber das ist ja das Problem. Großes System haben wir da auch nicht. Also natürlich haben wir ein System, nach dem wir arbeiten, aber wir haben jetzt keine Software für. Das ganz pragmatisch einfach mal mit einer Excel-Tabelle. Ne? Einfach Wahrscheinlichkeiten und Preise. Oder Kosten oder Schäden. Und so. Wie gesagt, das zu beziffern ist uns schwer gefallen. Gut, manchmal weiter. Planung weiterer Analysen, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Haustechnikern und Netzwerktechnikern. Das ist ein großes Problem, was wir erkannt haben, dass alle, die in der Haustechnik arbeiten, ich sag mal Ingenieur der Gebäudeautomation, der setzt sich in der Regel nicht mit dem Netzwerk auseinander. Das heißt, er sagt, die Gebäudeautomation muss funktionieren, ich muss das alles steuern können. Ich kann auch kleine Routinen schreiben, dass vom Prinzip in der Kältemaschine noch besser arbeitet. Aber er setzt sich in der Regel nicht mit dem Netzwerk auseinander, weil er sagt, na, das kriege ich ja. Das ist ja irgendwie von der Informatik oder vom IT- und Mediencenter in dem Fall bei uns geliefert und die Daten werden schon irgendwie von da nach da kommen. Er setzt sich damit nicht auseinander. Ähnlich ist es mit dem Rechenzentrum, was ja vom Prinzip das Datennetz zur Verfügung stellt. Dem ist das auch wieder vollkommen egal, was da in der Automation passiert. Die wollen gar nicht wissen, was da passiert, damit die Kälteanlage läuft. Die sagen, wir stellen euch hier das Datennetz zur Verfügung. Aber miteinander reden tun die nicht. Das heißt, da gibt es keinen Austausch. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, sinnvollerweise wäre, wenn alles, was in der Gebäudeautomation passiert, was dort installiert wird, was noch gar nicht mal was geregelt wird, in dem Sinne, dass ich verstehen muss, was da geregelt wird, sondern nur, dass da was geregelt wird, muss eigentlich auf Seiten der Netzwerkebene liegen. Das heißt, das muss eigentlich zu den IT-Spezialisten, weil die den Zusammenhang verstehen. Momentan, wie gesagt, gibt es keine Kommunikation an der Stelle. Ich kriege zum Beispiel auch einen Adressraum. Ich kriege von der Informatik, vom IT- und Medienzentrum bei uns einen Adressraum. Da habe ich so und so viele IP-Adressen und da kann ich machen, was ich will eigentlich mit. Kann ich vergeben, kann ich jemanden geben und sagen, hier hast du mal, kommst du rein.
kriegst einen VPN-Zugang, dann kannst du auf die IP-Adressen zugreifen. Das heißt, das funktioniert so nicht. Das muss eigentlich, ich sag mal, auf die IT-Ebene gehoben werden. Ja, Übernahme vieler Konzepte aus der Netzwerkwelt möglich und sinnvoll. Auch das, ich sag mal, die, wenn ich zum Beispiel an die Industrie 4.0.0 denke, das wird hier nicht eingesetzt in der Gebäudeautomation. Grundsätzlich die Sicherheiten oder die Möglichkeiten, die ich in der IT-Welt habe, die werden einfach nicht auf die Gebäudeautomation übertragen. Passiert nicht. Dokumentation und Fortführung, Dokumentation müssen verbessert werden. Ganz großes Defizit. Einmal eine Dokumentation abgelegt, wird sie in der Regel nie wieder angeguckt. Und vielleicht kriege ich sie auch noch unvollständig. Also ganz großes Problem. Zusammenfassung, erste Folie. Wer sein Netzwerk schützen möchte, muss seine Struktur, seine Geräte, seine Schnittstellen kennen. Das ist ein Riesenproblem, hatte ich vorhin gesagt, bei den vielen Anlagen, die wir haben, bei 160 Gebäuden. Viele so ausgestattet wie dieses hier. Und beim Personalstamm, ich selbst, bei mir habe ich 30 Leute, davon sind für die MSR-Technik habe ich einen. Das heißt, einer müsste eigentlich das alles kennen, funktioniert logischerweise nicht. Sicherheitsprozesse, das heißt Lösung für Sicherheitsprozesse, liegt auf der Hand, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Erfahrungen sind vorhanden, die Zusammenarbeit. Und das Bewusstsein muss wachsen. Auch das gibt es ja nicht. Es gibt kein Bewusstsein im Umgang in der Gebäudeautomation zu sagen, okay, ich muss mal das Passwort regelmäßig wechseln. Thomas, ist das jetzt schon zu Ende hier? Ja. Ach so, das geht jetzt noch weiter. Okay, gut, nee, dann war es das eigentlich schon. Das sollte, wie gesagt, ein Impulsvortrag sein. Wir wollen darüber diskutieren. Die Probleme haben wir erkannt. Wir arbeiten daran, Thomas und ich. Und sind auch auf dem Wege. Wir haben an der Universität einen IT-Sicherheitsbeauftragten eingestellt seit einem Jahr, glaube ich. Und wir versuchen jetzt auch mit denen zusammenzuarbeiten und sagen, wir müssen hier gemeinsam irgendwas machen. Der IT-Sicherheitsbeauftragte ist aus meiner Sicht derjenige, der Vorgaben machen muss. Aber auch der muss ja Systeme verstehen, um Vorgaben machen zu können. Das wird relativ schwierig werden. Es wird sich über einen langen Zeitraum aus meiner Sicht hinziehen. Wir können immer nur eins machen, wenn wir was erkennen, können wir gegensteuern. Sprich, wenn wir sehen, Gebäude oder Türen sind offen, in Technikzentralen müssen diese Türen halt irgendwie verschlossen werden. Das sind so kleine Ansätze. Wenn Passworte über Jahre gleich bleiben, dann müssen die Passworte geändert werden. Ja, als Beispiel Universität Rostock. Ich habe gesagt, wir können das auf viele Hochschulen übertragen, wo es ähnlich so laufen wird. Hängt damit zusammen, dass es schlichtweg kein Sicherheitskonzept gibt. In der Gebäudeautomation gibt es in den öffentlichen Bereichen kein Sicherheitskonzept. Sicherheitskonzept beginnt, dass ich in der Planung schon sage, ich habe eine Gebäudeautomation, bitteschön Planer, sorge dafür, dass diese Gebäudeautomation sicher ist. Diese Aufgabenstellung wird nie gestellt und daher wird sie auch nicht umgesetzt. Und solange, ich sage mal, schon in der Planung dieser Mangel besteht, führt sich dieser Mangel immer weiter exponentiell fort. Und wir tippeln jetzt eigentlich bloß hinterher und versuchen an der Stelle mal die Hand zu nehmen und sagen, es gibt hier ein Problem, kümmert euch, wir uns natürlich auch. Ja, das war es als Impulsvortrag. Jetzt können wir darüber diskutieren oder... Danke.